Verbraucherinnen und Verbraucher sehen ihre Interessen immer weniger geschützt. Das zeigt der Verbraucherreport 2022 des Verbraucherzentrale Bundesverbands. 3 von 10 Befragten geben an, dass die eigenen Interessen als Verbraucherinnen und Verbraucher nicht gut geschützt seien. Ja, da fühle ich mich natürlich sehr unsicher. Jetzt ist es super teuer und das ist nicht gut. Nicht auf meine Konto, auf meine Familie und auf alles. Im Jahr zuvor fühlten sich dagegen nur 24% der Befragten nicht gut geschützt. Besonders im Bereich Strom und Heizung ist das empfundene Schutzniveau im Vergleich zu den Vorjahren gesunken. Knapp die Hälfte der Befragten fühlt sich hier nicht gut geschützt. Immer mehr Menschen sind besorgt oder verärgert und suchen Rat und Hilfe bei den Verbraucherzentralen. Beschwerden im Bereich Strom haben sich im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdreifacht. Im Bereich Gas sogar versiebenfacht. Dazu kommen finanzielle Ängste. 76% der Menschen sorgen sich vor finanziellen Belastungen im Zuge der Energiepreiskrise. Man macht sich natürlich auch schon Gedanken, wie man das bezahlen soll. Man versucht wirklich, das Geld dreimal umzudrehen, ne? Also insofern habe ich Angst, dass die ganze Gesellschaft auseinanderklappt. Das macht mir Sorge. 78% der Befragten geben an, als Reaktion auf die steigenden Preise ihren Energieverbrauch einzuschränken. Und mal ein bisschen nachdenken, was wir heizen, ob wir immer das Auto brauchen und so weiter und so fort. Wir werden sicherlich im Winter dann auch darauf achten, dort entsprechend, wenn wir nicht im Haus sind, die Heizung runterzustellen und so weiter und so fort. Auch in der Krise bleiben Klimaschutz und Nachhaltigkeit wichtige Themen. Fast 9 von 10 Verbraucherinnen und Verbrauchern stimmen zu, dass die Bundesregierung auch mit Blick auf die steigenden Energiepreise den Klimaschutz vorantreiben muss. Zum Beispiel durch den Ausbau erneuerbarer Energien. Die Klimakrise ist ja auch nicht zu verachten und da müssen wir uns schon ein bisschen umstellen. Ja klar, wir müssen auch was gegen die Klimakrise tun. Also mehr Wind und Bioenergie und alle möglichen, also dass wir eben CO2-neutral werden. Die Energiepreiskrise ist die größte Verbraucherkrise seit Jahrzehnten. Die Sorgen und Ängste der Menschen spiegeln sich auch im diesjährigen Verbraucherreport wider. Damit aus den Sorgen und Ängsten nicht Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung werden, brauchen die Menschen so lange Unterstützung, bis diese Krise auch durchgestanden ist. Verbraucherschutz, zeigt sich in diesen Tagen, ist kein Luxusthema, sondern ein Gerechtigkeitsthema.